Was ist Lobbyismus? Er hockte in der Eingangshalle des amerikanischen Kongresses in der Lobby um das Jahr 1800 und fängt Politiker ab. Der erste Lobbyist. Sein Ziel? Strippen ziehen, Politiker umgarnen, Einfluss nehmen auf Gesetze, ganz im Sinne seiner Auftraggeber. Der heutige Lobbyist verabredet sich eher zum Frühstück oder zu Gala-Events. Er ist Netzwerker, Kampagnenmacher, schreibt Gesetzesentwürfe. Seine Auftraggeber: Energieerzeuger, Reaktorbetreiber, Autobauer. Etwa 5000 Lobbyisten belagern die Politiker in Berlin, 20.000 die Politiker in Brüssel. 70% sind Wirtschaftslobbyisten. Kritiker sagen, je größer der Konzern ist, desto mehr Einfluss hat er auf Gesetze. Bürger, Umwelt- und Sozialverbände fühlen sich benachteiligt. Politiker profitieren vom Expertenwissen der Lobbyisten. Manche Vorlagen der Lobbyisten werden fast wortwörtlich in Gesetze übernommen. Wie 2012 ganze Passagen von Google, Facebook und Amazon, ausgerechnet in EU-Gesetze zum Datenschutz. Lobbyisten haben ein Imageproblem, vor allem wenn Politiker zu Lobbyisten werden. Wie EU-Kommissare zum Beispiel. Sie nutzen ihre Kontakte, stehen aber auch im Verdacht, ihre neuen Auftraggeber schon vorher begünstigt zu haben. Anstandspausen werden gefordert. 3 Jahre warten, bis sie die Seiten wechseln. Die erfolgreichsten unter ihnen sind Alpha-Tiere, ehemalige Politiker mit Rang und Namen. Nicht selten verdienen sie bis zu 10.000 Euro am Tag. Das lockt viele, ebenso wie die Chance, Macht auszuüben, wenn auch im Hintergrund.